Aber strahlend blauer Himmel. Ey, wie geil ist das? Ja, sehr geil. Sehr geil. Da haben wir ja echt Glück. Hoffentlich bleibt das so. Ja, ich denke schon. Überall, wo wir hinfahren werden. Ja, es geht ja in den Süden jetzt, ne? Ja. Guckt euch diese Zeichnung an. Guckt euch diese Zeichnung, ist die geil. Und so viele Kurven am frühen Morgen immer. Da sind wir in Deutschland noch am Schlafen immer. Ja, was ist das für ein Tag heute? Sonntag, glaube ich, ne, oder? Ja, Sonntag. Oh, guck dir das an. Guck dir das an. Guck dir das an. Meine Fresse. Man denkt zwar immer, dass man sehr, sehr schöne Orte gesehen hat, aber man wird immer wieder überrascht, ja, wie schön die Erde überhaupt ist und was du da alles noch sehen kannst und was noch alles einen erwartet. Das ist unglaublich. Prozent Steigung. Das merkst du, die 14%, die merkst du hier. Hier hat es in sich. Das an. Allah'ım ne güzel gözüküyor ya. Aman tanrım. Guck dir das an Orhan. Ich meine, du hast schon gesehen, aber, ja, aber ich bin fasziniert, ehrlich. Immer wieder schön. Ich bin fasziniert. Wenn die Sonne jetzt andersrum stehen würde, würden wir wunderbare Bilder hinkriegen, ne? Ja. Also die Strecke nicht zu verachten, ne? Die Strecke ist richtig herrlich. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel mich auf die andere Seite gelehnt. Das ist auch gut, dass wir so früh hier hochgekommen sind, weißt du, dann ist da nicht so viel Verkehr. Es ist überhaupt kein Verkehr, kein Mensch hier. Ja, deswegen ja. Sonntag, die schlafen sich ein bisschen aus und was weiß ich, gemütlich Frühstück. Ja. 9.30 Uhr, ne? Ja, und wenn du hier 2 Uhr hier rumkreist, wenn man... Da sind, glaube ich, einige dann. Ja, da sind dann einige. Da ist auch einer. Aber bei Nigerpass halt noch mal an da. In welchem Fahrmodi fährst du? Dynamik Pro. Oha. Hier? Oh, nee, ich bin mit Rot angefangen, damit sich da die Reifen aufwärmen. Aber die sind ja schon warm jetzt. Ja, ja. Favorit erreicht. So, jetzt trinken wir einen Kaffee. Jetzt trinken wir einen Kaffee hier. Auf hier? Ja. Ja klar. Wo denn sonst? Ja, da duracağız. Abi burada nerede duracağız ya? Duracağız ya, bak şurada park yeri var. Yok ya, buraya girme ya. Doğru, 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 doğru. Hier. Hier fahren wir rein. Keine Chance, kurtuluşun yok. Dem Straßenverlauf für 8 Kilometer folgen. Kurtuluşun yok, du musst hier hin. Abi, sabah seni offroad yaptırdın. Ne Offroad, lan. Bir Schotter fahren. Ja, das ist für mich Offroad hoch 3, hör mal. Arkamda dur. Ja, abi kötü yere duruyoruz böyle, benim motor yine kipin yapar mı acaba? Abi senin motora bir şey olmaz. Sana bir şey olur. Nasıl yapsam? Bir bak, şöyle bir...
Das ist scheiße da. Schöner schräg durch, Sam. Schräg durch? Şöyle koy kafaya doğru. O zaman da çıkmasın mesele. Neden? Bir şey olmaz, ben ittiririm seni. Dün sanki daha şey kendin çıktın. Burada duruyorum abi. O da? Dur abi. Evet, Orhan'ın park edişini seyrediyoruz. Das ist jedes Mal ein Akt. Ja. Ulan dur lan, nereye gidiyorsun? Dann bremst doch einfach. Halt die Bremse erstmal fest. Und dann raus. Ha gayret. Tebrikler. Hadi sen önden git bugün. Yok yok, git ya, iyi böyle. Bak kaçarım bu sefer, ona göre. Sana neden kaçtın deme. Yok yok. Dolomiten ist schon was Besonderes. Es ist ein bisschen anders als die anderen Regionen. Çok güzelmiş, ben çok sevdim. Wunderschön, wirklich. Yolları sadece biraz dar bu İtalya'nın ya. Bisschen dar, dar, eng hier ein bisschen. Oh, ne oldu? Die Geister sind auf der Straße. Ha. Guck dir das an. Durun lan. Dur dur, yapma öyle. Uylanırlar bu sefer. Sen varsın arkamda, problem yok. Yok. Problemi bana yaratırlar sonra. Ich hab's auch noch von mir abgelenkt. Egoist. Egoist. Ja, war eine schöne Kurve hier. Eine wunderschöne Kurve. İki tornanti var diyor. Tornanti. Das ist mir so gefährlich. Nö, nö, gerne. Obwohl, es ist zwar frei, aber jetzt kommen Autos. Frei, früh. Frei, frei, frei. Ja.
ja? Vielleicht, ja. Alter, dann geht's hin auf den Weg. Weil hier erlebst du ja wirklich ein Highlight nach dem anderen. So schön. Und je länger es dauert mit der Stunde, umso mehr Auto- und Motorradfahrer kommen entgegen. Ja. Da. Ja. Wie göttlich sieht das denn aus? Alter, wie schön! Das Dolomiten ist Traum. Man musste extra noch mal hierher kommen, nur um Dolomiten zu bereisen. Ja, ja. En az burada bir iki hafta kalacaksın. Ne iki hafta değil de bir hafta da hast schon alles rum denke ich mal. İki hafta. Ya, iki hafta. Hadi zor doğru saat gelsin böyle yerler var ki. Vah, guck dir das an. Guck dir diese Schönheit an. Passo Rolle. Vorsichtig. 1984. Muss man irgendwo mal anhalten, um mal ein paar schöne Fotos zu machen. Ja, hier halte ich an. Perfekter geht's gar nicht. Perfekter geht's gar nicht. Zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Orhan şu tarafa bakar mısın ya? Orhan bei seinem Kampf wieder vom Moped abzusteigen. Ehrlich. So ein Mist mit dem Gepäck. Ein Jahr noch, da springst du da drauf. Ja. Oy, bizim Fırnante teyzeye bak sen. Nasıl da kıvrılmış böyle. Schöne Tornanten. Guck mal, hier fahre ich zum Beispiel mit Fußbremse meistens. Tornanti. Seyhan aklıma geldi. Geçen Burhan'dan gittiğimizde böyle bir tane iniyoruz. Orası sırf böyle aynı kere nach dem anderen. Evet. Hep artık kurveleri, kereleri saymaya başladık. Wir alle gemeinsam. Evet. Evet. 33 tane mi ne bir tanesini de saydık böyle. Say Allah say, say Allah say. Bitmiyor. O yok yok kere sayılmaz, o az kere, yok çok kere. Ha, ne güzeldi ya. Das war echt schön. Biz Frankreich'ta mıydı? Ha? Frankreich'ta mıydı? Neredeydi? Frankreich, ya ya. Şeyde... Französische Alpen. Pyrenäen. Nee, nee, Pyrenäen nicht. Ja, Pyrenäen nicht. Französische Alpen. Ach so. Miau. Miau diyor. Miau diyor kedi gibi.
Gatti. Fahr du mal vor, ich nehme mal ein bisschen auf, Orhan. Artistlik yapma ama şimdi. Yok, bak, evet, çok çıktın gene, görüyor musun? Artistlik yapma dedim. Ya boşuna onun için alt mı yapayım dedim. Ya niye öyle? Ya şeyinden çıkma yani, çizginden çıkma. Yolunu kaybetme diyorsun yani. Aynen öyle. Baş, başkasından ama karşılaşma in yolda. 900 metre links abbiegen. Hoppala. Seyhan olacaktı da Fatima gene fuah ya. Öyle yollarda ya ya. Beni irritieren yapıyor. Wenn jemand vorfährt und ich muss immer drängen nachfahren, das irritiert mich voll. Kim diyor? Seyhan mı diyor? Nein, mich. Ich. Ja, ja. Lass ich den mal Abstand. Çünkü hep verfolgen yapıyorum. Önümdekini fixieren yapıyorum kendimi. Boah, guck dir die Schönheit an. Und die schöne Kurve. Ich hab mich schon dran gewöhnt, ben arkadan geldiğim için sana bakmıyorum virajlara girdiğin zaman. Zaten bu adamana bakarsan insan ters gidiyor. Bana bakarsan profesyonel girersin. Ne, ganzim Gegenteil. Bak bana nasıl, görüyor musun? Bu boyuna düştü ki. Çok tatlı aslında. Sonra herkesin viraja girme tekniği farklı olabilir. Şimdi ben senin gibi girsem biraz konuşacağını çıkar, belki düşerim. Belki düşmezsin, şey düşmez. Ya, gravitasyon, du fällst nicht runter. Oha, ich war mit den Füßen auf dem Boden. Ja? Ja. Ja. Hatte ich auch noch nicht mit dem GS gehabt. Erste Mal. Bin mal gespannt, was Kalimoto jetzt an Schräglage berechnet. Oh, tschüss, be. Hast du den Idioten gesehen? Hast du den gesehen? Ja, war knapp. Millimeter an mir vorbei. So ein Anfänger, ehrlich du. Sollte man den Führerschein entnehmen und dann wegschmeißen. Geçti mi lan? Aferin sana. Kaç motor mu? Ne geldi? Yeah. Pasta de Creda. Oha, was für ein Ausblick, Orhan. Favorit erreicht. Karnaç mı?
Hast du Hunger? Ja. Dem Straßenverlauf für 4 Kilometer folgen. Gidebiliriz yoksa. Gidelim o zaman. Kawasaki Team. GS Team nerede? Yok mu? Yoksa devam. Habe ich dir gesagt, dass wir ein wahnsinniges Glück haben mit dem Wetter? Ja. Wir haben 18 Grad. Es ist nicht heiß, es ist nicht kalt. Es ist einfach gigantisch schön. Gigantisch schön. Wir sind wieder an einem Pass angelangt. Aber anscheinend ist dieser Pass nicht so sehr beliebt, so wie es aussieht, ne? Beliebt? Paso Duran. Aa, abi burada bir şeyler yeriz. Gel abi. Paso Duran. Wir essen hier was. Baikas. Evet. Baikas Chilisti. Ristorante. Ristorante. Yukarıda döneceğim. Oha. Abi yukarıda nerede döneceksin yahu? Yukarıda. Burada dönerim ya, ne var? İlk önce şurada dururum ama. Valla ben burada duracağım ya. Das ist aber mehr als 15% hier. Orhan, buralardan geçmişsindir sen. Vallahi bilmiyorum ki. Hele şükür ya, bilmediğim bir yer çıktı endlich. Ya, araba geç. Böyle dar yollardan geçtiydim böyle de ama Alplerin her yeri birbirine benziyor. Araba geliyor mu gelmiyor mu sana ben. Eski Romalı yollarına benziyor buralarda. Böyle dar virajlı bu şekil yollardan ben de Rute-i Slovenya verdiydim. Gittiydim böyle bir. Ah, şu güzelliğe bak. Motor geliyor. Motorlar geliyor, dikkat et.
Tam Alplerin içine girdik şimdi. Mittendrin. Evet. Mittendrin ist eine Ampel. Super. So, das wird lustig. Von den Römern erbaut wahrscheinlich. Auf geht's. Oh, geil. Guck dir das mal an. Und es tropft, ne? Aufpassen. Aufpassen. Düştün mü lan? Jo. Oh, was ist das denn? Hast du Kamera an? Ja, ich nehme auf. Ja, das ist ja gut. Alter Schwede, was? Ist das was? Orhan, buradan kimse gelmez abi. Ben sana söyleyeyim. Korkmaya başladın mı? Ne gibi? Kaynağınlık. Opfere jeweils ankom. Also, ya yok ondan değil de. Yeter ki benzinsiz kalmayalım. Aaa, ya bir tür bab no. Ich habe 65 Kilometer. Ah, ich denke, das schaffen wir. %9 habe ich. Bir gün torununa anlatırsın bu yolu artık. Torunun ne oldu o zaman? Ömer amcam beni nerelere götürdü? Zaten Ömer amcana ne zaman uyduysam burnum boktan çıkmadı. Also das meiste Spaß doch mit mir gehabt, lan was willst du denn? Bir kod şeyi gezdiriyor beni, bir orayı gezdiriyor. Ama ama. Weltreise yaptırıyor adam bana. Valla Weltreise'ye gerek yok, hepsini burada yapıyoruz ya. Echt du. Orhan bir de yağmur yağsaydı. Oo vallahi o zaman hiç sorulmaz. O zaman tadına doyamazdık. Allah'tan şansımız vardı ya. Ya ya. Echt du, aber was für ein Glück wir hatten, ne? İnşallah yarın da öyledir. Ya ich denke bütün artık şimdi Süden'e gidiyoruz ya. He. Das wird warm. Slovenien, Bangarta falan biraz yağabilir belki. Sen o zaman sende yağmıştı da. Hay sen lange ist es normal regnende. Ich glaube nicht. Ich glaube wir haben wunderschönes Wetter morgen. Batiato. Alter. Ulan otele benziyor. Gerçekten de otele benziyor lan. Ulan otele benziyor. Hocam. Baksana odalar modalar falan var. Ya. Soruyoruz mu? Soruyoruz. Soruyoruz. Kutsak yaz diyor. Selam arkadaşlar. Orhan'dan burada bir keyif yapıyoruz. Şöyle bir manzaramız var. Bakın bir. Ömer beni zorla getirdi buraya. Yazın orta göbeğinde 1800 metredeyiz. Biraz soğuk dışarısı. Orhan'la beraber bir romantik gece geçiriyoruz. Tesadüf bulduk burayı da. Kimse yok dedik ama sonradan baktık otel dolmuş. Vallahi çok güzel geçiyor. Acayip virajlar var. Akşam olduğu zaman Orhan virajlardan istemiyor. Sıkılıyor. Bakıyor. Ach so, Oliver, sorry. Ich muss auf Deutsch sprechen. Wir verbringen gerade einen romantischen Abend mit Orhan hier.
ja, mit dem Kaminfeuer. Ja, und Orhan hat Spaß. Ich habe ihn so ein bisschen Fetten gelockt, wo die Ziegen noch gelaufen sind. Richtig hohe Berge. Aber herrlich, herrlich, super toll. Dolomiten, also ich bin total begeistert. Es ist ein Muss, wir müssen noch mal kommen, auf jeden Fall. Allein nur Dolomiten, muss man machen. Am besten mit allen Mann, das wird noch lustig. Das ist unser Hotel. Ne? Und das ist extra für uns. Hallo Uli, ich grüße dich. Hoffentlich können wir mal zusammen hier runterfahren, mit dir auch. Also da würde ich dir sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob du schon mal hier warst, aber es ist sehr schön. Ich würde gerne mal zusammen eine Gruppe mit dir zusammen hier runterfahren. So, wir fahren morgen noch weiter. Bis später.